Namaste, guten Morgen. Herzlich willkommen zur gemeinsamen Morgenmeditation. Setz dich am Beginn aufrecht auf einen bequemen Stuhl. Achte darauf, dass deine Rückenwirbelsäule gerade ist. Nimm nichts mit in diese Meditation an Gedanken, an Sorgen, an Ängsten. Alles, was dich in diesen Tagen bewegt, lass jetzt einfach los. Zur Unterstützung werden wir am Anfang dreimal tief durch die Nase in den Bauch einatmen und durch den offenen Mund wieder ausatmen. Tief einatmen und halten, 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 halten und ausatmen. Und halten, 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 halten und ausatmen. Und halten, 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 halten und ausatmen. Zur Unterstützung und weiteren Vorbereitung der Meditation üben wir Pranayama Nadi Shodhana, die wechselnde Nasenatmung. Dazu die linke Hand auf dem linken Oberschenkel ablegen, von der rechten Hand den kleinen Finger und den Ringfinger zum linken Nasenloch, rechts ausatmen, rechts einatmen. Wechsel, links ausatmen, links einatmen, Wechsel, rechts ausatmen, rechts einatmen, Wechsel, links ausatmen, links einatmen, Wechsel, rechts ausatmen. Noch ein Durchgang, rechts einatmen. Wechsel, links ausatmen. Links einatmen. Wechsel, rechts ausatmen. Du kannst Pranayama Nadi Shodhana, die wechselnde Nasenatmung, während des Tages öfters üben. Es bringt die Hemisphären des Gehirns in Balance, du wirst ruhiger, ausgeglichener. Denke daran, dir vorher die Hände zu waschen. Mit der Rückenwirbelsäule gerade, aufrecht, Konzentration auf den Bereich zwischen den Augenbrauen, schließe deine Augen. Lass beim Ausatmen das Gefühl zu, dass hier und jetzt alles in Ordnung ist. Lass uns gemeinsam dreimal Om singen. Om.
Öffne deinen Geist, dein Herz, die Essenz deines Seins, dem Unendlichen. Anerkenne die höchste Realität. Wisse, dass du eine individualisierte Einheit dieser höchsten Realität bist. Unendlich, ewig, untrennbar, ohne Beginn und ohne Ende. Anerkenne die Heiligen aller spirituellen Erleuchtungstraditionen und die angeborene göttliche Natur eines jeden Menschen. In unserer Tradition des Kriya-Yoga ehren wir besonders unsere Guru-Linie, Mahavatar Babaji, Lahiri Mahasaya, Sri Yukteswar Giri, Paramahansa Yogananda, Roy Eugene Davis und alle Nachfolger. Lass die Sehnsucht deiner Seele zur Ganzheit wiederhergestellt zu sein, deine Meditationserfahrung bestimmen. Stell dir vor, du meditierst in Gott und Gott in dir. Mit der Konzentration auf den Bereich zwischen den Augenbrauen beobachte von dort deinen Atem.
Es ist nicht notwendig, zu versuchen, den Atem zu kontrollieren. Entspanne dich und beobachte den natürlichen Fluss und Rhythmus deines Atems. Wir kombinieren jetzt den Atem mit einem Mantra. Sprich gedanklich beim Einatmen so sprich gedanklich beim Ausatmen ham so. So. Erinnere dich an die Bedeutung des Mantras So Ham. Ich bin das. Ich bin reines Bewusstsein. So Ham.
Wenn Gedanken oder Emotionen auftauchen, schenk ihnen keine Beachtung. Lass sie einfach weiterziehen und kehre zurück zu deiner Atmung und deinem Mantra. So. Hum. Wenn es dir nicht gelingt, deine Aufmerksamkeit zu konzentrieren, öffne deine Augen, blicke geradeaus, ohne irgendetwas zu fokussieren. Wenn sich deine Gedanken beruhigt haben, schließe deine Augen wieder und kehre zurück zu deiner Atmung und deinem Mantra. So. Hum. Wenn sich deine Gedanken und Emotionen vollkommen beruhigt haben, passiv geworden sind, leg das Mantra beiseite und verweile in dieser ruhigen, friedvollen Stimmung, in dieser Stille.
Bleib aufmerksam und fokussiert. Beobachte und höre. Öffne deinen Geist, dein Herz, die Essenz deines Seins für das Licht, für die Liebe, für Mitgefühl
für Freundlichkeit, für Gelassenheit, für Dankbarkeit. Stell dir unseren blauen Planeten, die Erde, vor, mit seinen mehr als 7,5 Milliarden Menschen. Erinnere dich an die göttliche Natur eines jeden Menschen, ohne Ausnahme eines jeden Menschen. Stell dir alle fühlenden Lebewesen und Lebensformen vor. Wünsche ihnen allen das höchste Gute. Sieh sie gesund, glücklich, zufrieden, zuversichtlich, gelassen, freundlich und friedvoll, optimistisch und konstruktiv, erwacht zu ihrer wahren Natur. Öffne deinen Geist, dein Herz, die Essenz deines Seins für dein Licht, für deine Liebe, für dein Mitgefühl, für deine Freundlichkeit, für deine Gelassenheit, für deine Dankbarkeit. Sieh dich selbst, gesund, glücklich, gelassen, zufrieden, zuversichtlich, selbstbewusst, freundlich und friedvoll, optimistisch und konstruktiv. Erwacht zu deiner wahren Natur. Lächle dir selbst zu und sieh dich, wie du für andere da bist und sie unterstützt. Sei offen für die Wahrheit, dass in dieser materiellen Welt alles vergänglich ist, alles im permanenten Wandel, nichts von Bestand. Sei offen und dankbar für die Erkenntnis, dass du in all deinen konstruktiven Bemühungen die Unterstützung der Natur und Gottes Gnade erfährst. Lass uns gemeinsam einmal Om singen. Om.
Komm am Schluss dieser Meditation wieder zurück ins Hier und Jetzt und öffne ganz langsam deine Augen. Du kannst natürlich noch gerne so lange, wie du möchtest und Zeit hast, in dieser ruhigen, friedvollen Stimmung verweilen. Nimm diese Stimmung mit in den Tag und schenke sie anderen durch deine Anwesenheit. Roy Jean Davis schreibt in seinem Buch 7 Lektionen im bewussten Leben über das 5. Yama Aparigraha. Aparigraha bedeutet Nichtanhaftung, Verzicht auf Bindung, die angemessene Beziehungen und eine umsichtige Nutzung von verfügbaren Ressourcen ermöglicht. In Patanjalis Yoga Sutras wird Aparigraha folgendermaßen beschrieben. Da auf Bindungen, Anhaftungen verzichtet wird, werden Erkenntnisse über höhere Realitäten und kosmische Prozesse erlangt. Starke Bindungen, Anhaftungen an ein illusorisches Gefühl der Selbstidentität, abwegige Ideen, Gefühle, angenehme oder unangenehme Erinnerungen, nicht nützliche Verhaltensweisen, Beziehungen, Orte oder Dinge schränken unser Bewusstsein ein, trüben den Geist und beeinträchtigen Versuche, sich höhere Realitäten vorzustellen und zu untersuchen. Wenn das Streben nach Selbst- und Gottverwirklichung genährt wird und die Verpflichtung zu spiritueller Praxis und höherem Lernen nicht schwankt, können mühsame Anhaftungen und Bindungen leicht abgelegt werden. Das 5. Yama, Aparigraha, Verzicht auf Bindungen, Verzicht auf Anhaftungen. Ja, ich möchte am Schluss gemeinsam mit dir ein Mantra singen. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Mögen alle Menschen glücklich, zufrieden, friedvoll und gesund sein. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Ich wünsche dir einen tollen Tag in dem Bewusstsein von Aparigraha. Verzicht auf Bindungen, Verzicht auf Anhaftungen. Wenn du möchtest, gerne morgen zur gemeinsamen Meditation. Bis dahin, Namaste.